Und Monster! Oh, wow, er hittet mich mit dem Heck! Nein, hat die nicht. Oh, nein. Hallo und willkommen, hier ist wieder Lead Gaming. Heute wieder mit einem Review zu Tempest. Spreche ich das richtig aus? Tempest? Ich nehm's mal. Tempest ist ein Piraten-Seeschlacht-Game. Wir haben als Lead Gaming Team es sehr intensiv gespielt, weil es einen richtig gepackt hat. Tempest macht wirklich viel Spaß, zudem ist es auch nicht leicht. Anfangs gibt es zwar ein leichtes Tutorial, doch muss man auch einiges erst selbst durchs Spielen erfahren und das macht das Spiel auch sehr spannend. Ebenfalls ist es ein geiles Feature, wie man die Schiffe optisch auch selbst designen kann. Zudem kann man auf unterschiedliche Arten sein Schiff upgraden und dadurch seinen eigenen Spielstil finden. Will man eher viel aushalten, eine gute Panzerung haben, mitten in der Meute sein und einfach einstecken und raushauen, was geht? Oder legt man viel Wert darauf, auf ein gutes, manöverfähiges Schiff mit einer guten Geschwindigkeit, dass der Gegner gar nicht die Möglichkeit hat, einen unter Beschuss zu nehmen? Das ist einem völlig freigestellt. Tempest ist ein riesiges Abenteuer mit den unterschiedlichen Missionen für die jeweiligen Fraktionen, den Seeschlachten, die man führt. Teilweise stand ich dagegen 7 Gegnerschiffe und das macht das Spiel dann sehr taktisch und aufregend und die Kämpfe dauern dann auch wirklich lang und das ist richtig geil. Aber man kämpft nicht nur gegen Schiffe, sondern auch gegen Monster, wie den Kraken, Riesenkrabben und Seeschlangen, hast du nicht gesehen, und das macht richtig Spaß. Schade ist aber, dass das Spiel keine Storyline hat, wo einem durch das Spiel führt, sondern man macht wirklich die Missionen für die verschiedenen Fraktionen, die teilweise auch mehrfach, dass man überhaupt an die spätere Mission gelangt von den Fraktionen. Aber die haben an sich auch immer eine nette kleine Geschichte und das finde ich ganz nett gemacht. Toll finde ich jedenfalls auch beim Spiel, dass man kann im Multiplayer-Modus gemeinsam die Missionen erledigen, gegen die KI spielen, Seeschlachten führen. Man kann auch gegenseitig sich bekämpfen, wobei sich die Spieler untereinander nicht ändern können. Und ich habe es auch noch nicht erlebt, dass mich ein Gegnerschiff versucht zu entern, sondern wenn, dann habe ich versucht, das Gegnerschiff zu entern und habe kläglich versagt. Kann passieren. Ich hatte auch mal einen Bug, dass ich mich nicht mehr zurück zum Ruder begeben konnte, weil ich zwischen Kanonen festgesessen bin und da nicht mehr rauskam. Vor allem, weil der Captain nicht springen kann. Aus irgendeinem Grund. Der kann sich nur so über den Boden gleiten, so mit möchte gern Bewegungen. Aber trotzdem ist es ein tolles Feature, finde ich. Zur Bewertung. Ich gebe dem Spiel 8 von 10 Punkten. Ich erhoffe mir jedenfalls, dass mal noch ein zweiter Teil erscheint. Aber derweil werde ich wohl weiter mich mit dieser Version amüsieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Lead Gaming. Bis zum nächsten Mal.